Herzlich willkommen bei Viel Glück zu Hause. Ich habe heute ein wirklich spannendes Thema mitgebracht, was immer viel Diskussionen auch bei meinen Kunden gibt, wie man und worauf man achten soll, nämlich bei der Gestaltung des Badezimmers. Das Badezimmer ist ein kritischer Bereich, gerade im Feng Shui, weil man hier sagt, dass die Energie ganz schnell abfließt und verloren geht. Durch die Abflüsse, durch den Gully, durch entsprechend die Toilette. Und hier gibt es drei Tipps, die ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte und wo du einfach mal schaust, wie es bei dir zu Hause ist, damit dort keine Energie verloren geht. Der erste Tipp ist, halte die Badezimmertüren zu. Oft ist es so, wenn man Familie hat und kleinere Kinder, dass die Türen immer offen stehen, auch damit die Kinder natürlich irgendwie alleine auf Toilette gehen können. Aber hier gibt es ganz wunderbare Türschnapper, die die Türen automatisch immer wieder anlehnen. Das heißt, es stehen keine Badezimmertüren mehr offen und diese Türschnapper sind sehr kostengünstig. Ich glaube, sie kosten um die 10, 15 Euro und die gibt es im Bauhaus. Der nächste Punkt ist noch, dass der Toilettendeckel immer geschlossen sein sollte. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen entsprechenden Dämpfer einzubauen, dass es nicht die Toilette so runterknallt oder man auch die Toilette anfassen muss, was viele Menschen auch gar nicht so gerne mögen, weil es ihnen zu unhygienisch ist. Somit hast du schon mal zwei Faktoren, wo es keine Ausreden gibt, warum die Türen offen stehen. Somit kannst du viel Energie schon in deinen Räumen halten und für dich zur Verfügung haben. Der zweite Punkt ist, dass ein Badezimmer natürlich sehr viel vom Element Wasser hat, weil dort Wasser vorherrscht. Das heißt, in der farblichen Gestaltung und auch in der räumlichen Gestaltung mit Accessoires sollte man gar nicht so viel mit der Farbe Blau arbeiten oder mit Wasserelementen wie Muscheln oder Schiffe etc. Das wird natürlich häufig und gerne gemacht, weil die erste Assoziation für ein Badezimmer dahin geht. Aber eigentlich ist das schon da und man muss aufpassen, dass nicht zu viel Energie dort drin verloren geht und man eine Stabilität erzeugt. Und die Stabilität bekommst du, indem du viel Erde einbringst. Das Element Erde bedeutet, dass du in warmen Naturtönen arbeitest. Also Handtücher in Braun- oder Beige-Tönen, auch ein warmes Gelb oder Orange ist möglich. Aber Naturtöne sind hier wunderbar. Du kannst auch das Element Holz einbringen und mit Bambus arbeiten, mit Bambusaufbewahrungsschalen, mit entsprechenden Ablagefächern aus Bambus. Damit schaffst du schon ganz viel Stabilität. Und der dritte Punkt, der wirklich auch ganz wichtig ist, ist der Spiegel. Wo befindet sich der Spiegel? Und in der Regel hat man natürlich den Spiegel gegenüber vom Waschbecken. Das eine ist, was spiegelt sich eigentlich im Spiegel vom Umfeld? Was siehst du da drin? Ist es was Angenehmes oder was Unangenehmes? Kannst du vielleicht irgendein Bild positionieren, dass du ein schönes Bild hast, was sich auch spiegelt? Aber viel wichtiger ist, wie du dich drin siehst, dass der Spiegel ganz ist, also keine Risse hat, nicht wellenförmig ist, weil er schon alt ist und vor allen Dingen, dass er nicht geteilt ist. Ganz häufig erlebe ich Spiegelschränke. So, also dass ein Spiegelschrank natürlich geteilte Scheiben oder Türen hat mit entsprechenden Spiegelglasscheiben davor und somit du hineinguckst und immer eine Zweier- oder Dreierteilung siehst. Was macht das mit dir, wenn du immer eine Linie quer durch das Gesicht laufen hast? Das zerteilt gefühlt die Persönlichkeit und schafft Irritation. Achte darauf, dass du einen Schrank hast, wo du wirklich, wenn dann nur eine klare Glas- und Spiegelfläche hast. Oder du hast einen Schrank mit entsprechenden Türen und den Spiegel an einer anderen Position.
In den 70er Jahren hatte man ja diese wunderbaren Spiegelfliesen. Und auch die entdecke ich tatsächlich manchmal noch auf der Gästetoilette, weil Leute das irgendwie immer noch nett und witzig finden. Als Deko-Element kann man das ja machen, aber nicht auf der Höhe, wo man sich wirklich drin sieht. Schau mal, was das bedeutet und was das mit dir macht. Es ist auf jeden Fall mal ein Versuch, das zu ändern oder da entsprechend drauf zu achten. Ich wünsche dir ganz viel Glück in deinem Badezimmer und für die Energie in deinen Räumen.